Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ich spiele mit euch Master of Orion von Wargaming. Ja, und zwar bin ich auf die Idee gekommen, das zu spielen, weil ich am Samstag, also eigentlich heute, einen Stream hatte zu Master of Orion. Das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl ich nach 3,5 Stunden total gescheitert bin, dass ich gesagt habe, ich mache daraus ein kleines Projekt und ich habe gedacht, ich mache da was Besonderes draus, denn ich lasse mich ein bisschen vom guten Xane, der das damals mit Civilization 5 gemacht hat, oder Civilization 4, bin ich jetzt nicht ganz sicher, der hat da immer über ein Thema währenddessen gesprochen, damit die Sachen ein bisschen vorangehen. Ich habe mir gedacht, ich werde das Gleiche machen, allerdings nicht über verschiedene Themen, sondern ich werde im groben Rahmen beim Thema Science Fiction bleiben. Ich werde da mir immer irgendwas rauskramen. Heute in der ersten Folge noch ein bisschen weniger, weil wir heute ja erstmal mit dem Spiel anfangen müssen. Außerdem habe ich gedacht, ich werde immer so etwa eine 20 bis 30 Minuten Aufnahmesession machen. Wahrscheinlich eine 20 Minuten Aufnahmesession, die allerdings nachher ein bisschen komprimiert zusammenschneiden. Also wenn ich zum Beispiel lange Vorspul-Sessions habe, dass ich die dann wahrscheinlich rauskürzen werde, sodass es für euch ein bisschen flotter ist. Ich meine, Rundenstrategie ist sowieso immer schon etwas langatmiger. Das können wir dann ein bisschen flotter machen damit. Und ja, wir haben auch im Livestream schon das erste Volk rausgesucht, was wir spielen werden. Wir werden auch immer wieder ein bisschen andere Völker nehmen, aber wir fangen heute mit denen Mekklar an. So, Mekklar werden angeführt von CB715. Nicht wundern, normal wird jetzt hier von einem englischen Sprecher, der auch relativ gut ist, der Text runtergelesen. Allerdings, mich haut es immer ein bisschen raus, deshalb habe ich die Stimmen runtergemacht. Auch später, wenn wir Erfolge haben und so weiter, weil das ist einfach bringt mich ein bisschen raus. Aber jetzt hier erstmal. Mekklar sind industriell. Das bedeutet, Industrielle legen Wert auf industrielle Produktion. Sie geben Forschungen, die ihre Produktionskapazität steigern, Vorrang. Anfangstechnologie, Physik. Diese Rasse startet mit den erforschten Technologie, Physik. Toll. Wir haben also die Newtons unter den Rassen. Und Produktion durch Bevölkerung plus 25%. Die Produktion ist 25% höher als üblich. Außerdem sind sie kybernetisch. Teils Lebewesen, teils Maschinen benötigen kybernetische Organismen, weniger Nahrung und arbeiten effizienter. Auch haben sie ein Händchen dafür, künstliche Systeme zu versorgen. Nahrungsverbrauch minus 50%. Diese Rasse verbraucht 50% weniger Nahrung als üblich. Und Schiffsverbesserung. Automatische Reparaturschiffe erhalten zu Beginn jeder Runde 5% extra ihres Rumpfes zurück. Und jetzt noch ein bisschen zur Beschreibung. Koexistenz in einem ausgedehnten, bunt gemischten Netzwerk soll mit unaufhörlich plappernden Stimmen und Signalen ist das Kombinat der Mekklar, ein künstliches Ökosystem bestehend aus KIs vom Planeten Mekklon. Während einige Mekklar an einem einzelnen Stück Hardware gekoppelt sind, um besser mit ihrer Umgebung zu interagieren, halten sich viele weitere als Programme und Subroutinen des Hauptzyklus des Kombinats auf. Gesteuert durch die Aufseherroutinen sind sie emsig und können Infrastrukturen und große Flotten innerhalb kürzester Zeit aufbauen. Doch das stete Gebrumme von Meinungen und die endlose Applikationsanfragen machen sie unvorhersehbar. So, wir werden jetzt den Mekklar erstmal spielen, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch einen der anderen Völker spielen werden. Ihr dürft dann auch immer Vorschläge machen, was wir als nächstes spielen werden. Das wird allerdings ein bisschen dauern. Erst wenn wir mit den Mekklar gewonnen haben, beziehungsweise wahrscheinlich eher verloren haben, werden wir eines der anderen Völker nehmen. Aber ihr dürft da Vorschläge machen. In die Kommentare immer rein, was wir haben wollen. So, wir wollen Galaxietyp nehmen wir Kreis. Wir haben im Stream einen Haufen gemacht, was auch sehr interessant ist. Allerdings dauert es dann relativ lange, bis da das erste Mal die Leute aufeinandertreffen. Wir machen eine mittelgroße, was das Galaxiealter sagt, weiß ich nicht genau. Planetendichte, das lassen wir alles mal. Wir machen aber die KGE-Gegner auf 6. Dann haben wir noch ein Volk zusätzlich. Genau, Tempo normal und mit dem Seed hier könnt ihr dann übrigens das gleiche Universum auch nachspielen, wenn ihr wollt. Gut, Spiel starten. Verschraubt auf der Oberfläche lief der Hauptrechner des Kombinats der Mekklar endlos durch unzählige Berechnungen. Im Laufe der Zeit wurde eine relative Ordnung der verschwirrenden Kakophonie einzelner Gedanken etabliert, als es eine geordnete Mischung gekürzter Individualität wurde, welche die undurchschaubaren Ziele des Kombinats beschleunigten.
Dieses neue, realisierte Bewusstsein kam mit einer plötzlichen Erkenntnis. Eine, welche die Meckler jetzt in den Rest der Galaxie trägt. Es muss noch viel optimiert werden. So, willkommen. Verbindung zum Aufseher des Kombinats hergestellt. Die Bezeichnung ist Adiva AUM. Aufseher Unterstützungsmodul. Hauptaufgabe von Adivia ist die unauffällige und reibungslose Hilfe bei der Datenverwaltung und Systemadministration. Zuerst empfehle ich Ihnen, auf die Schaltfläche Eine Flotte wartet auf Befehl zu klicken, um Ihre Flotte auszuwählen. Ausnahme vor Warp. Berater, danke. Eine Flotte auswählen. Erkundung ist entscheidend für unseren Erfolg. Bewegen Sie eine Flotte, indem Sie diese durch Linksklick auswählen und ein Ziel rechtsklicken. Ein Planet, einen Sprungpunkt oder eine Anomalie. Teilen Sie eine Flotte, indem Sie links... Okay, danke. So, wir werden dich erstmal hier hinschicken. Dich werden wir jetzt erstmal hier hinschicken. Und das Kolonieschiff lassen wir einfach mal da, wo es ist. Zusammen mit dem zweiten Speer. Dann können wir eine Forschung wählen. Ich habe jetzt noch keinen wirklichen Sinn. Wir können uns mal den Forschungsbau angucken. Physik haben wir schon. Dann könnten wir hier weitermachen. Allerdings würde ich jetzt am Anfang sagen, lassen wir uns mal Empfehlungen holen. Das wird unsere vom Wissenschaftsberater sowie vom Wirtschaftsberater Biologie. Wobei ich eigentlich immer gerne mit dem hier anfange, damit wir an unserer Hauptwelt schneller ausbauen können. Weil je schneller wir natürlich auf Meklon 2 weitere Bevölkerung haben, desto schneller können wir dort neue Völker bauen. So, dann Produktionswählen. Ich will eine Weltraumfabrik. Schon aus dem Grund, dass ich dann hier relativ schnell den Asteroidenhaufen hier bergen kann. So, wirtschaftlicher Ratschlag. Klicken Sie, um das Spiel fortzusetzen, auf nächste Runde. Danke. So, wir spulen jetzt einfach ein klein bisschen vor, bis wir die nächste Galaxien haben. Okay, das ist gut. Dann werde ich wahrscheinlich hier erstmal in den Bereich hier reingehen, weil dieser Sternhaufen, durch den hier gedeckt ist, da gibt es nur die beiden Verbindungen, das ist gut für uns zu setzen. Aber Sakaar, das klingt so, als wären da wahrscheinlich ein anderes Volk drin. Wenn wir mal hier gucken, Rotan. Auch ein netter Planet. So, dann gucken wir mal hier, was wir hier haben. Und da haben wir schon die Piraten. Ups, das ist nicht gut. So, da sind schon Piraten und wir haben noch keine Flotte, oder? Doch, wir haben eine Fregatte müssen wir haben. Eine Fregatte haben wir. Dann ziehen wir mit dir darüber. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Danke. Wo wir ungefähr im Planeten... Okay, wir sind hier im äußeren... Bereich. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, wir kommen auf alle Fälle von da hinten, haben wir die relativ viel Ruhe. Das heißt, hier wird auch wahrscheinlich nichts sein, kein Gegner. Außer vielleicht Piraten. So. Wissenschaftlicher Ratschlag. Unsere Sensoren haben eine Anomalie entdeckt. Dieser seltsame Wirbel sind normalerweise zwischen Sternen abseits der üblichen Sprungtore gelegen. Sie können ein SOS-Signal eines verlassenen Schiffes oder eines besonders dichten Ressourcensammlungs sein. Aber sicher lohnt es sich, sie zu untersuchen. Sie können eine Anomalie für sich beanspruchen, indem Sie diese mit Ihrem Schiff erkunden. Das Schiff wird sich von dem Sprungpunkt zur Anomalie begeben und zurück zum Startpunkt fliegen, sobald sie erforscht wurden. Zeigen wir mal die Anomalie. Okay. In Zukunft werde ich das dann nicht alles vorlesen. Also wenn ich das nächste Volk dann mache. Da werde ich mir das dann in aller Ruhe, werde ich die dann überspringen. Auch die Tutorial-Tipps und so weiter. Aber jetzt beim ersten Mal gucken wir uns das trotzdem an. So. Okay, der Planet ist auf alle Fälle mal interessant. Der hier ist auf alle Fälle auch interessant. Ich hole mir mal mit dem Kolonieschiff wahrscheinlich den Planeten. Die holen uns beide. Jetzt gucke ich mit normaler Gravitation. Haben wir hier irgendwas? Da holen uns die beide. So, und hier können wir... Und dann können wir hier rum und hier expandieren.
So. Allerdings, jetzt müssen wir nachher noch den hier gucken. Genau, der wird hier angeguckt, ob das hier abgesichert ist. Wenn das abgesichert ist, ist es perfekt. So, du gehst jetzt hier erstmal in Sicherheit. So, wir haben jetzt hier Piraten gegen Mäkler. Normalerweise wir können jetzt bei kleineren Kämpfen, können wir die automatisch auswürfeln lassen, aber wir können auch, im Prinzip werde ich sie auch automatisch auseinanderkämpfen lassen, aber bei besonders interessanten Kämpfen werde ich die KI nur an sich nehmen. Die KI soll das Gefecht übernehmen, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Fertig. Dann sieht es mich aus wie so ein Science-Fiction-Kampf. Gefecht bei Krebs 1. So, wir gucken ganz kurz. Das ist unser. Wir haben 95 Rumpfpunkte und wir machen insgesamt 5,9 Schaden pro Sekunde und aktuelle Geschwindigkeit ist 2,25. Es ist aber dann später so, dass es dann auch noch spezielle Schilde gibt und so weiter. Das heißt, die müssen erst die Schilde runtergedonnert werden und so weiter. Aber wenn der Rumpf unten ist, ist das Schiff verloren. So. In der Kinoansicht wird es dann auch immer wieder zwischen den anderen Schiffen gehen. Wir sind jetzt hier blau. Da haben wir schon den ersten zerstört. Und er hat ganz leicht unseren Rumpf angekrabst, aber kaum. Also nicht mal 3 Punkte. Haben wir verloren. Nee, nicht mal gerade über 2. Und da bombardieren wir ihn. Und da geht er down. Und was für ein Sieg. Okay, es war jetzt die erste Schlacht, die ist immer relativ leicht zu schaffen, aber wir haben gesiegt. Und so sieht es ungefähr aus, wenn es dann automatisch ist. Und ich überlege mir, ich werde wahrscheinlich alle so dann. Da haben wir immer ein bisschen was zum Auflockern. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wenn es langweilig ist, kann ich es rausschneiden. Also ich hatte auch schon mal einen Kampf, den hatte ich im Stream. Da war einfach eine riesige Armada von denen gegen eine meiner Basen. Und es hat ewig lange gedauert, bis ich irgendwann abbrechen musste. So, aber das war doch spannend. Glaube ich zumindest. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ich habe ja gesagt, ich werde auch in jeder Folge ein bisschen was über Science Fiction erzählen, außer jetzt heute in der ersten Folge. Aber ich kenne natürlich nicht alles von alle Science Fiction Bücher, alle Science Fiction Filme und so weiter oder Serien. Deshalb, wenn ihr irgendwas Gutes kennt, was ich mir mal anschauen sollte, schreibt es auch in die Kommentare. Auch vor allem, warum das gut ist, was euch daran so gefallen hat und so weiter. Gebt mir da den einen oder anderen Tipp und ich freue mich da immer drüber. Müsste jetzt nicht unbedingt alles in der Folge sein, es kann auch in der nächsten sein, aber ich freue mich über solche Sachen immer. Über tolle Tipps, die ich dann lesen, filmen, hören, sehen kann. Gerade Hörbücher sind auch immer toll. So, wirtschaftlicher Ratschlag. Unsere erste Weltraumfabrik ist fertig. Bewegen Sie die Fabrik an einen Knoten, an dem Sie eine Struktur bauen wollen. Danke, das habe ich auch vor. Und zwar will ich hier an dem Meteoriten da. Und kann ich da schon was bauen? Ich werde die Asteroidenmine, so rum, Entschuldigung, ermöglicht den Abbau von Ressourcen im Asteroidengürtel. So, oder das Astroniden-App, da kriegen wir 2 Forschungen dafür, aber ich brauche die Credits erstmal. Am Anfang sind Credits ein bisschen wichtiger. So, okay. Das Kolonieschiff ist auf dem Weg dahin. Wir erforschen dort. Dann kann ich eigentlich jetzt mit dem Sprungschiff hierhin und du bleibst mal hier und erforscht hier alles. Okay. So, Produktion wählen. Dann bevorzuge ich nun mal hier die automatische Fabrik, weil die gibt gleich am Anfang einen relativ guten Produktionsbonus und ist halt auch relativ günstig. So. Was ich jetzt auch nicht vergessen darf, ist aber relativ früh auf eine Flotte zu wechseln, weil wir sind doch relativ viele Spieler hier in dem Universum und vor allem der Unterschied ist, bei dem Cluster sind wir getrennt durch relativ lange Verbindungsstrecken, die aber bei dem Kreis
oder Ring-Orbit-Galaxien nicht der Fall sind. So. Okay, militärischer Ratschlag. Unsere Sensoren haben in der Nähe eine elektromagnetische Störung entdeckt. Wir sollten diesen Bereich näher erkunden. Danke. Und dann machen wir den hier erstmal. Fertig. Das ist ein kleiner Planet oder Mittel. Aber verstrahlt. Okay. Und wir haben eine neue Forschung. Hydroponische Farm und Biosphäre. Hydroponische Farm gibt plus 2 Nahrung und Biosphäre gibt Nahrung plus 1 und Forschung plus 1. Das ist doch gut. Gerade für die Anfangssachen. Und dann, ja, wird eindeutig hier die Regierung empfohlen. Dann holen wir noch die Regierung. So, genau, die fliegen. So, unser Kolonialschiff ist da. Danke. Und kolonisieren. So, und damit haben wir unsere erste Kolonie gegründet. Wir haben hier auch schon, auch ich finde die einfach so toll, diese Animationen hier. Wir haben hier einen Bauern, ja, Roboter. Könnten den aber auch jetzt hier, ne, können wir noch nicht. Wir brauchen erstmal hier Ausgleich, ja, Nahrung. Dann können wir erstmal was produzieren. Und ich würde sagen, gleich am Anfang hier eben die hypotonische Farm, weil die gibt plus 2 Nahrung. Hier würden wir zwar noch ein bisschen Forschung kriegen. Das können wir uns aber im nächsten Mal, wir brauchen natürlich erstmal einen neuen Farmer, allerdings dauert es natürlich, momentan können wir gar nichts produzieren, weil der erstmal hier ist. Also der muss jetzt erstmal für uns sichern. Das dauert 37 Runden, also auch ein bisschen länger, aber das kriegen wir hin. So, dann gucken wir mal hier, da bauen wir jetzt gerade die automatisierte Fabrik und sobald die fertig ist, bauen wir dann die nächste Kolonie. Und mit der nächsten Kolonie geht es dann in das nächste System. Ich bin noch am überlegen, ob ich hier, das dauert ja noch ein paar Runden, aber ob ich erst hier hingehe oder hier, das kommt jetzt davon ab. Der Planet taugt nicht viel. Aber der hier sieht sehr vielversprechend aus. Außerdem sind hier noch ein paar andere Sachen. Und das ist relativ isoliert. Auf der anderen Seite wäre das ja hier eher ein Angriffspunkt. Und das könnte man hier gut als Pufferzone verwenden. Das heißt, es würde sich nicht lohnen, hier unbedingt reinzugehen. Ja, wahrscheinlich hier in die Richtung. Aber gucken wir erstmal, was wir hier haben. Piratenflotte nahe Keta entdeckt. Sagt mir das? Okay, das heißt, das ist gut, dass ich hier den stationiert habe, weil der hier sonst angreifen würde. Das heißt, das würde schon mal dazu sprechen, hier eine Kolonie zu machen. Der hier ist schon mal ja nicht schlecht, allerdings mineralienarm, aber dafür gibt es hier Juwelen. Sagen wir hier, der taugt gar nichts. Also sehr. Oh, die erste Folge GNN. Der Mäkler hat die Überreste einer längst vergessenen Anlage der Aurea entdeckt. Ob es sich hier um eine Forschungseinrichtung oder ein besonders gut gebautes Hotel oder Casino handelt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Okay, das heißt, die Mäkler, also wir haben im Prinzip eine Forschungseinrichtung entdeckt. Und das müsste die ist hier oben sein. Die Nachricht hat jetzt übrigens jeder Spieler bekommen. Also jeder weiß, dass wir hier was gefunden haben. Allerdings noch nicht geforscht. So. Okay, der bringt gar nichts. So, dann kommt der hier hin. Der ist auch nicht so doll. Der Planet ist halt auch richtig cool, weil er ist erstmal riesig und hat aber 2 Monde. Das heißt, da kann man auch die dann wunderbar nachher verwenden. So, okay, das war es jetzt eigentlich schon. Wir sind jetzt schon über die 20 Minuten hinaus. Deshalb hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Und in der nächsten Folge werden wir auf alle Fälle mal in die nächsten Territorien hier vordringen.
Und ja, ich bin auch schon gespannt, wie eure Kommentare aussehen werden. Es wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis ich auf eure Kommentare eingehen kann. Ich freue mich natürlich auch immer über Tipps und so weiter. Aber es dauert jetzt, ich werde jetzt mich erstmal ein paar Folgen aufnehmen. Aber wenigstens bis dahin bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen, hören und spielen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.